Frau Hochefehn, Infraschall, das klingt so abstrakt. Man hört's nicht. Was macht das mit Ihnen? Ja, wir haben es ja auch erst nicht gewusst, dass es überhaupt sowas gibt, weil ich bin eigentlich mein Leben lang noch nie krank gewesen. Also ich, in den 10 Jahren, wo wir da den Betrieb haben, habe ich nicht einen Tag gefehlt. Und wir konnten uns das am Anfang gar nicht erklären, warum wir nicht schlafen konnten. Beide nicht. Und das wurde immer schlimmer. Wir hatten ja auch dann den Sturm Skava und Christian dann bei uns in Nordfriesland. Und das war bestimmt, das waren 2 Monate, nachdem die Windräder in Betrieb waren. So genau, wann die in Betrieb gekommen sind, weiß ich nicht. Aber das war eine ganz schlimme Zeit, wo es uns gesundheitlich nicht gut ging. Und das steigerte sich immer mehr. Können Sie das bisschen genauer? Sie haben ja jetzt gesagt, Sie konnten nicht schlafen. Das war, so fing es an, ja. Und was kam dann noch dazu? Also es war so, dass wir zuerst um 2 Uhr immer wach wurden, beide ziemlich zusammen immer. Wir wachten schweißbadend auf mit Herzrasen, das war die zweite Phase. Peter hatte später noch Atemaussetzer. Dann liefen wir immer mit Stellen auf dem Kopf, in den Ohren, im Bauchnabel, überall waren Stellen auf dem Körper. Das heißt Stellen, so Hautirritationen? Hautirritationen, die gejuckt haben. Wir haben Sehstörungen gehabt, Schwindel gehabt, Tinnitus oder Ohrpiepen, wie man das auch nennt, teilweise. Unser Gedächtnis litt und wir waren in unseren Muskeln oder in unserem Körper eigentlich nicht wirklich da, weil wir kamen die Treppe auf einmal nicht mehr rauf und es ist so, als wenn man in einem anderen Raum oder so steht. Man ist nicht mehr ganz bei sich, das Gedächtnis leidet. Aber wie sind Sie dann drauf gekommen, dass es mit den Windrädern zusammenhängt? Ja, irgendwo muss es ja mit zusammenhängen und da kann Peter weiterhelfen. Ja, helfen Sie uns, Peter. Ja, gut, ich hab gesucht im Internet. De Geschichte vorher ist es ganz anders geweest. We konden niet slapen. Ik heb dus de burgemeester. Krijgt natuurlijk ook de betreiber en de grondbesitzer waar deze windkrachtaanlagen afsteken. Heb ik dus gevraagd die dingen niet opzetten kan. Zo wie bij vloekhavens tussen 10 en 7 uur morgens. Dat we dus uitstellen die windkrachten? Ja, uitstellen dat we slaven kunnen. Niet? Dat kwam zoals het gelijkheidsprincipe vernuftig voor. En toen had hij dan niet, zoals de eerste maal niet of geantwoord. En de tweede maal werden onze bezweren slimmer. Toen had ik weer gevraagd, toen ben ik naar mijn hinkerkamer. Ik zag die dingen, dat skate zo niet. Ik bedoel, we kunnen niet meer slapen. We hebben een betriep, er zijn 100 patiënten aan taak. We hebben 2 man personeel damals. Dat skate zo niet, ik moet die dingen afzetten. Nee. Zo'n ding kost 5 miljoen, zaak. Want dat is niet wirtschaftlich. Toen heb ik gezegd, ja, Peter. Zo heet hij, Peter, Reinhold Petersen. We hebben hier een betrieb, dat is geschetst damals door de bank. Je hebt niks meer weer, natuurlijk 1,2 miljoen. Wie had toen dat gedacht dan? Nou, het enige wat ik zei, is Kees van mijn hoofd. Nou, ja, goed. Daarna ben ik gaan zoeken natuurlijk. Ik zoek me aan het verbonden. In internet heb ik gezocht. Toen ben ik al Windwaan onder andere gekomen. Windwaan, dat is Jutta Reiger, die zich al enige jaren met beschäftigt. Is ook Windwaan. Windwaan, ja, DE. Jutta Reiger, hoe is Peter. Heb ik ook de publiciteit gezocht, in de TAS onder andere. Er is zo nog een reporter bij ons geweest. Dat was de aanvang. Want die had ons daar met ons onderhalten. Want toen heb ik daar nog een telefoon gekregen van een Kretenklander Jacobsen als Denemarken, die Dordt-TAS verzocht in kamer te krijgen. Want die complexiteit is wereldwijd. Mm. We zitten niet alleen. En het had offensichtlich te doen met de distans die man zu diesen Windrädern hat. Ja. Also, soweit ik weet, gibt es ja in Bayern eine Regelung, dass die mindestens 1500 Meter von einem Wohnhaus entfernt stehen müssen. Ja. Bei Ihnen in Friesland gibt es gar nichts. Nein. Bei uns in Friesland ist es so, dass die Gemeinde Bordelum einen Gemeindebeschluss hat, wo der Abstand der Mühlen 800 Meter haben sollte. Bei uns sind es 450 Meter und vielleicht spielt auch noch Wasser eine Rolle. Wir wohnen nämlich im Fledermaus-Schutzgebiet mitten in der Natur vor einem Angelsee. Und dieses Wasser, denken wir, trägt auch dazu bei, weil das bei uns besonders schlimm ist und vielleicht auch, weil wir auf dem Wasser weg, weil der Boden ist auch immer entscheidend. Sagen Sie, betrifft das nur Sie oder auch andere Familien in dem Ort? Es kommt ganz darauf an, ob man Anteile hat oder nicht.
Anteile wo, an was? An den Windkraftwerken? Ja, an den Bürgerpark, ja. Aha, das heißt, so, wenn man Anteile hat, ist man eher nicht betroffen? Doch. Spürt man eigentlich nichts. Aha. Doch. Wir haben das schon verstanden, Peter. Und das sind 2/3 der Familie. Ach, doch so viele, ja. Ich hätte eigentlich gequatscht door de burgemeester. Das ist so wie Enzyklopädieverkaufers ist das gegangen, so eine drücke Kolonne. Wenn man das Geld nicht hat, dann war de Bank angestellt auch da, von der Kerst und Darlehen. Dus 90% ist auch gefinanziert in die Bürgerparken. Okay. Heimke, wie hat das Ganze jetzt Ihren Alltag verändert? Also Sie haben Ihr Leben ja umgestellt. Wir haben eben gesehen, Sie haben sich den Keller, soweit es geht, ausgebaut. Aber das ist ja jetzt nicht der bevorzugte Ort, wo man pennen möchte. Also, ja, erstmal muss man sich damit auseinandersetzen, wie das auf einen wirkt, warum man sich so fühlt. Und es liegt daran, dass man in eine permanente, ungewollte Stresssituation über, die, ja, über den Infraschall gesetzt wird. Und man weiß ja, was Stress mit einem Körper macht. Also, bei Stress heißt das, du musst eigentlich flüchten. Das heißt, man braucht viel Bewegung. Das war das eine. Und das andere ist, weil Infraschall auf sämtliche Organe gehen kann, muss man sehen, dass man möglichst nicht übersäuert und zu Entzündung und sowas neigt. Und da haben wir uns dann präpariert. Also das ist ein richtiges, also wissenschaftliche Ernährung Arbeit. Ernährung dann auch umgestellt. Ernährung umgestellt. Wir haben eine Heilpraktikerin zu Rate gezogen, die uns mit, einer, ja, mit Pulvern und Tinkturen und so bei jeder Entzündung wieder unterdrückt und sagt, hier musst du da noch und da noch. Und aber ich mache morgens meine 20 Minuten Ausdauer auf dem Crosstrainer bei so und so viel Watt, um einfach das, den Stress aus dem Körper, aus den Muskeln, dass die sich wieder frei anfühlen. Ich mache meine Yoga-Übungen und ich esse mein Essig mit Honig und was man so macht. Ja. Aber wir leben doch in Deutschland. Hier ist ja alles geregelt. Da genau, muss man doch einfach nur einen geregelt, ja. Gutachter in die Spur schicken, ja, der einem was sagt. Gibt es Gutachten? Ja. Und die sagen was? Ist ein bisschen hoch, ne? Ja. Ja. Und zwar sogar nach den Richtlinien von unter 2000, 1998. Du kapst diese große Anlage noch nicht. Is het dus eindeutig zu hoch. Ik heb mezelf eigen kosten. Het Umweltamt had versprochen zu messen. Hebben ze niet gemacht, bis jetzt nicht, met een ausreden. Hebben ze op eigen kosten einmal messen lassen. En dan had zich herausgesteld dat die Werte einfach zu hoch sind. Toen heb ik gezegd, nou goed, dat erzählt das. Dat is dan dus onze krankheid kansklaar aan terug te schrijven. Dus zoals ausreden, want het kan ook wat anders zijn. Sie haben sich dort ein Unternehmen aufgebaut? Sie haben Zwei schon. Nee, diese, nee, die, das Gesundheitszentrum, das ist großteil meine Frau. Ne? Genau. Ja. Und Sie haben das Haus dort jetzt, das heißt, ja, Sie haben auch investiert. Es ist natürlich ja, auch gar nicht so einfach zu sagen, ja, dann lassen wir das alles und ziehen woanders hin. Und Sie wollen ja auch nicht. Was möchten Sie erreichen? Also einmal, am Anfang standen wir alleine da, bis man das so weiß und auf die Reihe. Und jetzt ist inzwischen schon ja, wie so eine Familie entstanden, wo man sich gegenseitig hilft. Und es ist ganz, ich bin immer sehr für, dass es korrekt abgehen müsste. Und ich fühle mich hier so ein bisschen verschaukelt von den Behörden, kann man wirklich so sagen. Und ich stehe das durch und ich bin da sehr eisern. Ich habe wirklich ein diszipliniertes, also ich bin gewohnt, diszipliniert zu leben. Mir macht das überhaupt nichts aus. Das hört sich zwar schrecklich an und wenn ich in Leipzig bin, geht es mir auch gut, weil ich ja nicht da bin. Ne? Das ist ganz nett von euch. Danke. Ja, und wir werden das also alle zusammenführen. Natürlich müssen da noch ein paar Gerichtsverfahren, wo wir noch auf die Termine warten, kommen. Wir mussten unsere Kinder weggeben nach Dänemark, was ja auch nicht so ohne weiteres. Weggeben, weil auch die Kinder Probleme hatten? Ja, natürlich. Das Gehirn versumpft völlig. Man ist nicht mehr fähig, irgendwie zu wollen. Sondern es ist ja auch eine Waffe gewesen zur Demoralisierung von Soldaten. Mhm. Aber die gehen da zur Schule. Also sie haben die da nicht weggegeben nach Dänemark, sondern die sind im Internat. Ja, die sind ja, okay. Het is alleen ganz interessant dat men einfach ziet wie onze dochter in de school dus ganz slecht war. Want dan is hij in Denemarken in het internaat en dan is hij compleet een van de beste. Nou, dat is ja onmogelijk. Dus dat is alleen al een kansklare indies. Ja. Brauchen Sie Unterstützung? Wenn ja, van wem? Vom Internet. Das heißt, man kann sich
an sie wenden? Ja, ja. Ist wir noch sind auch für Flyer ausgegeben. Ja. Wir sind auch, wat ik hier al genannt heb, in Denemarken is dat die Kredekalande Jacobsen met die internetseiten. Die is ook in contact. In Denemarken staat ook alles stil. Mm-hmm. We hadden zelf in Denemarken gewoond, we spreken die sprachen ook. Dus dat was, en dan zit hij ook in de Deense Schule in Duitsland, die kiept dus. En dan is hij Jutta Reigert met Windwaan. En zo verzoekt men ook alle zaken in Kangen te brengen. Er komt ook een verfassingsklage. We hebben ook nog een aanwalt, we hebben twee aanwalten. Een verwaltingsaanklacht, aanwalt die Sittoyer. En dan hebben we ook nog een andere aanwalt, een strafaanwalt. Hebben we ook in de hand genomen om dus straf aan zaken te staan. Want het is ja körperverletzung, voorzetselig. Want er zijn ook nog andere zaken gepasseerd. Documentenvervalsung, dat is alles, dat is de reinste maffia. Also, ik höre schon, Sie haben noch Großes vor. Und, ich hoffe, Sie werden uns weiter auf dem Laufenden halten, wie Ihr Kampf gegen die Windmühlen, kann man nicht sagen, aber gegen die Windräder verläuft. Es ist ja nicht gegen die Windräder, sondern wir sind ja, die Abstände müssen einfach größer gemacht werden. Das hat nichts so mit der Energiepolitik an sich zu tun, sondern ich finde, muss der Mensch vor der Maschine stehen und nicht die Maschine vor den Menschen. Danke und guter Vorbereitung. Vielen Dank.